Ich habe bisher für die Nase der Flieger immer irgendein Kohlegewebe genommen und das auf die Nase geklebt. Entweder hier 75 Gramm Arschbrett oder 100 Gramm normales Kohlegewebe. Hatte aber den Nachteil, dass die Nase sehr, manchmal ein bisschen rau war. Ich zeige euch gleich, was ich jetzt mache. Als erstes benutze ich dafür dieses doppelseitige Klebeband. Ich hatte letztens noch mal wieder eine Anfrage, wie das genau heißt. Ich schreibe das noch mal hier auf. Das ist ein Scotch Transfer Klebeband 924. Es gibt da verschiedene. Das ist eigentlich das bestklebendste Transferklebeband. Es gibt manchmal noch ganz günstige für ganz kleines Geld irgendwo für, weiß ich nicht, 1,50 Euro die Rolle. Das habe ich hier auch. Aber an den Fingern klebt das super, aber auf dem Kern nicht so gut. Also das heißt, die Festigkeit auf dem Kern ist nicht so gut. Also das heißt, ich würde immer dieses Scotch-Klebeband, wenn man das bekommt, immer wieder erwärmen. So, ich habe hier jetzt statt dem 25 Gramm Gewebe, was wir vorhin hatten, oder bei der letzten Sendung, habe ich hier jetzt ein 50 Gramm Gewebe. Auch das ist von HP Textiz. Ich benutze dann hier, ich habe Glück gehabt, ich habe hier ein Rohwink bekommen, eine Rolle. Das ist, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man das immer so bekommt, einen relativ glatten, gleichmäßigen Rohwink. Das ist ein 6K Rohwink, das heißt, hier sind 6000 Filamente drin. Ich mache jetzt Folgendes, ich messe mir hier jetzt, das wird jetzt quasi meine Nasenleiste von dem Flügel. So, jetzt klebe ich den hier quasi gleich einen Flügel mal so fertig machen. Also das heißt, der Flügel ist der Kern fertig und wir machen den jetzt also mal flugfertig, hätte ich beinahe gesagt. So, jetzt nehme ich das hier, habe den jetzt quasi den Rohwing auf mein Transferklebeband geklebt. Jetzt lege ich dieses hier auf dieses 50 Gramm Gewebe. Der Vorteil ist jetzt, ich habe jetzt nachher auch eine Schleiflage. Das heißt, wenn ich den Flügel schleife von die Nasenleiste, kommt als erstes dieses 50 Gramm Gewebe und das schleife ich eigentlich auch weg bis auf den Rohwing. Aber ich sehe dann, dass ich nicht zu weit schleife. So, jetzt schneide ich mir das mal eben mit dem Rollenmesser. Jetzt sieht man auch mal, dass das nicht immer alles so schnell geht, wie man das in manchen Filmen denkt, immer sieht. Irgendwann hat mal einer geschrieben, oh, das dauert ja, das ist ja alles so schnell. Sicherlich, wenn alles vorbereitet ist, dann geht es auch relativ flott. Aber ganz so, die Realität sieht etwas anders aus. Man könnte das auch mit der Schere abschneiden, das ist egal. Obwohl der Schnitt hier mit dem Rollenmesser glatter wird als mit der Schere. Eindeutig. So. Also jetzt habe ich hier, seht ihr, quasi die Schleiflage drauf. Das kleben wir nachher auf den Flügel. Wir haben eben schon mal die Nasenleiste fertig gemacht. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen einen Kern. So, nun haben wir hier diesen meinen Kohlerohrwing mit der Schleiflage drauf. So, ich werde das mal Norbert mal so ein bisschen hinhalten. Das ist nicht meine bevorzugte Arbeitsrichtung, aber... So, klebt das hier einfach an. Lass unten und oben ungefähr die Hälfte überstehen.
muss sagen, diese Technik kommt nicht von mir, sondern die kommt von Gerald. Er hat das also jedenfalls von denen, die ich jetzt von dem Modellbauern kenne, als erstes mit so gemacht. Ich habe mich da mal lange gesträubt, das so zu machen, aber ich zeige euch gleich nochmal die fertige Nasenleiste. Das sieht doch ist relativ gut. Nur hier hinten am Ende wird es immer so leichte Falten geben, da wird man nicht so ganz drum rumkommen, aber nachher im fertigen Modell spielt das nicht so die Rolle. So, auch hier gehe ich nochmal mit dem Finger, also das heißt so mit dem Weichen, dass ich den nochmal so aufdrücke, das heißt ich gehe schon mal mit der Rundung besser um. So, fange hier an. Wer da ganz fettige Finger hat, der sollte vielleicht die Finger vorher einmal kurz, naja, ist natürlich reinigen. Wie ich sie reinige, sage ich lieber nicht. Das müssen wir uns jetzt darunter vorstellen. Nicht da, wo du denkst, sondern ich nehme da immer irgendeine Verdünnung für. Und das ist ja nicht, ist ja nicht so, so korrekt, sage ich mal so. Man soll sich da ja einfach vor schützen, aber das Fingerfett sorgt auch dafür, also es ist so, dass unsere Haut fettet, ja, sorgt dafür, dass wir quasi auch das Fett natürlich überall irgendwo hinstreichen, ja, und harze Farben und so weiter mögen das nicht so gerne. Also ich meine, ich bin Metallbauer, also es gibt, also wenn ich bei mir in der Werkstatt gucke mit meinen Jugendlichen, die ordentlich Fett an den Finger haben, da kannst du von jedem nach einer Woche oder zwei Wochen spätestens ist der Fingerabdruck auf den Blechen drauf, also weil die da tausendmal angefasst haben. Und man kann also richtig sehen, wo das Rost dann entsteht, wo das Fett einfach runter ist. So, schon habe ich meinen Flügel oder meinen Kern laminierfertig. Ja. Jetzt sagt ihr natürlich, oh, der kann das so schnell. Ja, aber ich habe auch natürlich ein paar Modelle habe ich ja schon gebaut. So, ich hole noch mal eben jetzt gleich einen anderen Flügel, dann können wir gleich mal genau drauf gucken. Die Nase. Und wie ihr seht, hier gibt es eine schöne, glatte Kohlenase nachher. Ja. Kohlerohrwink läuft hier so rum. Und ich kann das nachher schön anschleifen von beiden Seiten und habe dann meine fertige Nase.